Um mit dem Simple Show Video Maker ein Erklärvideo zu kreieren, musst du zunächst auf mysimpleshow.com oder auf videomaker.simpleshow.com einen Education-Account erstellen. Auf deiner Startseite siehst du alle Projektdateien, an denen du bisher gearbeitet hast. Du kannst hier deine Projekte bearbeiten oder auf die entsprechenden Videoseiten wechseln, wo du die finalen Videos ansehen und herunterladen kannst. Wenn du ein neues Video erstellen möchtest, musst du zunächst einen Projekttitel und die Sprache des geplanten Videos angeben. Wähle anschließend aus, dass du dein eigenes Videoskript schreiben möchtest. Simple Show schlägt dir nun mehrere Vorlagen vor, mit deren Hilfe du dein Video strukturieren kannst. Du kannst auch eine leere Vorlage verwenden. Starten wir jedoch erst einmal mit einer Vorlage für eine Pro- und Kontra-Argumentation. Die Vorlage schlägt vor, wie du den Text für dein Video strukturieren solltest, damit es möglichst verständlich ist. Auf der rechten Seite findest du vorformulierte Beispiele. Außerdem wird angezeigt, wie viele Zeichen pro Folie noch für den Text zur Verfügung stehen. Wenn du deinen Text eingegeben hast, wird er durch die Software analysiert. Simple Show visualisiert anschließend die Schlagworte mit Bildern. Da dies nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt, kannst du jede Visualisierung selbst bearbeiten. Du kannst Visualisierungen entfernen oder zu bestimmten Wörtern hinzufügen. Dafür steht dir eine Vielzahl an Illustrationen und Charakteren zur Verfügung. Du kannst stattdessen auch eigene Bilder hochladen, die dann auch koloriert sein können. Die Bilder und Texte kannst du vergrößern oder bewegen. Unten rechts kannst du die verwendete Illustration außerdem um einen Rahmen oder einen Effekt ergänzen. Achte darauf, dass in der kostenlosen Version oben rechts ein Logo eingefügt wird. Diesen Bereich solltest du also freilassen. Wenn du zufrieden mit deiner Auswahl und Platzierung der Bilder bist, kannst du dein Video finalisieren. Stelle ein, ob Untertitel sichtbar sein sollen, lege die Geschwindigkeit des Videos fest und suche dir eine Farbe für die Schrift und die Zeichnungen sowie die Handanimationen aus. Wähle außerdem eine passende Musik. Du kannst auch eigene Lieddateien hochladen, wobei du in diesem Fall darauf achten solltest, lizenzfreie Musik zu verwenden. Eine große Auswahl lizenzfreier Musik findest du auf YouTube in der Audiomediathek des Studiobereichs. Anschließend solltest du die Lautstärke des künstlichen Sprechers oder der künstlichen Sprecherin auf 0 setzen, falls du den Text mit Hilfe eines Aufnahmegeräts wie deinem Handy und einem Videoschnittprogramm selbst vertonen möchtest. Tonaufnahmen klingen übrigens besser, wenn du sie unter einer Decke erstellst. Kontrolliere nun dein Video auf Fehler. Wenn alles passt, kannst du eine Videodatei generieren lassen, die du auf der Videoseite herunterladen kannst.